Hier würde ich gerne eine Burg aufbauen. Einfach weil ich dieses Gebiet hier wirklich nicht verlieren möchte. Keinen Umständen. Das ist eine Paranoia-Burg, die wir jetzt müssen reservieren. Bringt wahrscheinlich gar nichts. Aber sicher ist sicher, dass das hier schon mal steht. So, Eisenerz kommt jetzt wahrscheinlich dann hier rüber. Wieso ist hier so viel verwandtes Bier drin? Und aus der Expedition ist auch nichts geworden, oder? Ich glaube, wir haben einfach wirklich keinen Hafen mehr. Von der Expedition. Militärgebäude ist besetzt. Hier ist das Haus noch nicht mal besetzt. Oh, hier oben wird es gerade lustig. Haus ist hier auch noch nicht besetzt. Toll. Gut, wir sollten hier... Also der Steinbruch hier braucht Verstärkung. Die müssen hier ein bisschen effektiver werden. Damit das hier alles wirklich verschwindet. Und dann denke ich, sollten wir wahrscheinlich darauf setzen, hier gleich eine eigene Holzproduktion zu bauen und hier in die Richtung weiter zu expandieren. Also hier kommt eine Baracke hin. Hier kommt ein Sägewerk hin. Dann kommt hier der Holzfäller. Oder ein Holzfäller. Da kommt ein Holzfäller. Dahin. Und hier ein Forsthaus. Hier können wir keine direkte Straße dann ziehen, aber da können wir eine lang ziehen. Was wichtig ist, weil irgendwann das Eisenerz von hier aus... Ah, blockiert. Hier muss eine, dann kommt hier eine Baracke noch hin. Damit wir in diese Richtung auch expandieren dürfen. Jetzt stell dich nicht so an. So, schließ die Straße da an. So. Damit wir in diese Richtung hier noch ein bisschen expandieren können, vielleicht hier die Straße unter Kontrolle bekommen. Kann ich eigentlich nicht sehen, was das Schiff gerade drauf hat. Außerdem, wo ist unsere Karte? So, mach mal größer den Spaß. Gut. Aktuell müssen wir halt wirklich schauen. Wir müssen halt wirklich jetzt über diesen Weg vormarschieren und hoffen, dass wir hier eine Landverbindung haben. Wovon ich fest ausgehe. Und dann würde ich darauf achten wollen, dass wir die Front möglichst kurz halten, wenn es darauf ankommt. Transportiert die Goldmünzen hier lang. Wisst ihr, das ist für mich gar kein Problem. Befördert von mir aus alle. Wir sollten mehr als genügend Gold haben für eine Weile. Wir sollten außerdem die ganzen Nahrungsmittel nicht mal verbrauchen, die wir haben. Und mehr Minen. Aber dann überfordere ich vielleicht das Straßennetz. Ah, wird schon passen. Bauen wir zwei Minen hin. Und die machen das dann erstmal. Was im Geologe? Haben wir irgendwo noch was gefunden? Lager ist fertig. Wir haben nicht gespeichert. Danke, Spiel. Militärgebäude ist besetzt. Bergwerk ist verbraucht. Ach, Leute! Hör auf, mir die Haare vom Kopf zu fressen. So, nächstes Bergwerk. Oh, das ist hier schnell gegangen. Kriegt eine Flagge. Nein, Flagge. Und ich möchte sehen, ob wir hier noch irgendwie Zugriff auf Eisen bekommen. Und hier hinten kommt eine weitere Baracke. Nein. Nicht auf diese Art, denn diese Art kostet uns einen großen Bauplatz. Was? Moment. Stopp. Da ist der große Bauplatz. Machen wir das so. Okay, diese Flagge kostet uns den großen Bauplatz. Nein! So. Man weiß nie, ob wir nicht was Großes bauen möchten. Vielleicht ist hier ein guter Platz für Schweinefarmen später oder so.
Damit wir hier noch ein bisschen mehr Nahrung reinquetschen können. Yippie. Ach, noch mehr Eisen. Ich bin glücklich. Ich beschwere mich nicht wirklich. Aber ein bisschen Kohle wäre ja schon nett, damit wir unsere eigene Produktion hier aufbauen können. Nein, Eisen ist schon komplett in Ordnung. Hier wurde halt noch mehr Gold gefunden. So. Hier können wir gar nicht mal weiter. Hier ist dicht. Wenn wir hier hin wollen, müssen wir von dieser Seite aus ran. Das ist ja immer wieder schön. Übrigens, es ist ein Kunde. Die Kundschafter müssen da kurz mal drüber gehen, über die ganze Sache. Verspätung sollte uns in diese Richtung dann ein bisschen helfen. Und sobald das hier alles weg ist, können wir vielleicht hier rüber expandieren. Und hier noch einen Sperrturm draufsetzen, der dann einmal hier hin starrt. Aber an sich haben wir bisher schon einen ganz guten Teil der Karte genommen. Die produziert aber nicht so gut, weil die Nahrungsmittel halt ewig brauchen, um hier anzukommen. Unsere Kolonie hier drüben wird auf jeden Fall ein bisschen was an eigener Nahrungsmittelversorgung brauchen. Also wenn wir hier eine Schweinefarm setzen und hier eine Getreidefarm, dann können wir hier für eigenes Fleisch sorgen. So. Schweinezucht. Und direkt daneben, so wie ich gehofft hatte, passt der Fleischer. Oder wird es eine zweite Getreide... Ah, der Förster wird dazwischen funken, oder? Der Förster würde dazwischen funken, deswegen machen wir das lieber so, wie wir es jetzt hier gerade vorhaben. Und setzen hier lieber Fleisch hin. Wir werden eventuell eine eigene Bierproduktion in die Nähe setzen müssen bei Gelegenheit. Okay, das ist ziemlich kacke. Machen wir den Fleischer dann lieber hier hin. Und setzen da einen Brunnen hin. Da hätten wir anschließen können mit dem Fleischer. Ah, was soll's. So. Dann soll der Bauernhof gar nicht mal hier angeschlossen sein, weil es gar nichts bringt. Soll der hier angeschlossen sein? Da passieren Lager aus zwischen. Da können wir hier ein bisschen was zwischenlagern. So, jetzt haben wir das Spiel wieder überfordert. Unsere Bauarbeiter werden 20 Jahre brauchen, um irgendwas geregelt zu kriegen. Hier wäre an sich auch ein guter Lagerhausplatz. Ziemlich guter Lagerhausplatz. Schau mal, du, okay, du arbeitest nicht, du kannst gehen. Die Fischer sind leider auch nur begrenzt lange aktiv. Das ist ziemlich bedauerlich, das zwingt uns immer danach, neue Küstenabschnitte zu suchen. Hier zum Beispiel auch leer. Du, da muss es mal gebaut werden. Hier oben gibt es einfach nichts. Das ist genietet. Hier schicken wir noch einen neuen Geologen los. Um zu schauen, ob wir hier neue Kohle finden. Warum bist du hier so schwach? So. Und alles ist nicht besetzt, weil die natürlich ewig brauchen, um hier mit den ganzen Leuten hier anzukommen. So. Die Schlosserei arbeitet hier aktuell mit 0%, weil hier kein Eisenerz ist. Ich würde sagen, wir legen die entweder still oder reißen die ab. Und verschieben die hier rüber.
Oder wir bauen einfach eine weitere Schlosserei nach hier hin, dann ist das gut. So. Schlossereien sollten auch ganz gut angeschlossen sein ans Lager, ans Straßennetz. Hier können wir keine Straßen durchziehen, weil die Bäume im Weg stehen. Das ist die eine Sache, die ich aus Siedler 1 vermisse. Wir können nicht einfach Bäume, wir können einfach nicht durch Bäume durch unsere Straßen setzen. Ah, jetzt sehen wir, was das Schäferin hat. Warte mal, du kannst ja auf die Expedition gehen, Neptun. Und du machst es die ganze Zeit nicht? So, okay, die Neptun ist jetzt auf Expedition. Kohle wurde gefunden. Das ist immer wieder schön zu hören. Hast du eine Baracke rein? Ja. Damit können wir an die Gebiete hier oben dran kommen. Oder wir sagen einfach, das ist nahe genug und setzen hier noch weitere. Oh, sieh an. Kohlemine. So. Also das haben wir gemacht. Sehr schön. Das Bergwerk ist verbraucht. Man kann das weichen. Die Straße ist trotzdem nicht nutzlos. Wir können hier eine weitere Querstraße hier hochziehen dadurch. Das Ganze ein bisschen besser machen. Expeditionsschiff ist genannt. Hier, auf der Insel. Geh weiter. Auf der Insel sehe ich keinen Nutzen. Okay, Goldbergwerk hier oben ist leer. Von mir aus. Die Flagge kann dann weichen. Wieso habe ich hier eigentlich keine Zusatzfahnen gesetzt? So. Weiteres Kohlebergwerk leer. Kein Problem, wir bauen einfach immer neue. Jetzt, okay gut, jetzt sagt er uns das. Spätum ist besetzt. Keine Briefe. Das hier sieht nach einem guten Ankerplatz aus. Okay, hier möchte ich direkt, weil es sehr nah in diese Richtung geht, einen Wachturm hinsetzen. Eventuell wäre das sogar ganz nützlich gewesen und wir hätten hier eine Wasserbrücke, Wasserstraße setzen können. Aber es können wir durch eine separate Expedition vielleicht machen. Dann wiederum sieht die Strecke sehr weit aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Aber hier haben wir jetzt einen vorgelaufen mit einem vorgeschobenen Brückenkopf. Ich möchte auch hier einen Erkunder aussenden. Ein Türö. Okay, das ist gut. Keine weiteren Fischbestände. Jetzt sagst du mir Bescheid. So. Hier haben wir, glaube ich, noch keinen Fischer gebaut. Verschieben wir nach hier hin. So. Bestimmt haben wir schon mal leer gefischt. Jetzt fischen die beiden natürlich in einer ähnlichen Region, aber ich glaube, die arbeiten nach Strand und nicht nach Wasserkästen. Zumindest immer eine Hoffnung. Ansonsten gucke ich ein bisschen blöd, aber was soll man machen? So. Transport müssen wir ein paar Sachen umstellen. Das hier hat jetzt höchste Priorität. Allerhöchste. Weiterhin würde ich bei der Verteilung sagen, dass ich möchte, dass die Schlosserei doch schon irgendwie eine höhere Priorität bekommt. Ziel ist natürlich, noch mehr Soldaten zusammenzusammeln, aber das geht auch nur, wenn wir genug mehr Einwohner haben. Und wir sehen, wir versuchen hier gerade gut zu expandieren, was das Ganze angeht, aber das ist nicht zwangsläufig garantiert. Der Bahnhof ist noch nicht mal besetzt. Der kann auch nur sehr, sehr wenig arbeiten, so wie das aussieht. Okay, wisst ihr was?
Die Straße nimmt doch ein bisschen mehr Platz weg, als einfach so zu setzen. Ich weiß jetzt nicht das Effektivste, dass wir hier einmal außen rum müssen. Aber wahrscheinlich doch ein bisschen besser. Des Weiteren müssen wir hier die Steine loswerden, also setzen wir einen Steinbruch hin. Sobald die hier aufhören zu arbeiten, kann man hier wegreißen, dann geht das ja schon. Hier sehe ich außerdem noch ein bisschen was am Baum, was weg kann. Also setzen wir einen zu ziehen Holzfäller hier hin. Der soll hier nur einen Bauplatz freiräumen. Der kann auch mit. Nein, das ist ein Brunnen. Der Holzfäller kann auch mithelfen hier. Bevor wir weiter in diese Richtung expandieren. Die Insel hier ist wahrscheinlich auch separat. Wahrscheinlich ist das hier die Verbindung. Wir müssen die hier mit Soldaten vollstopfen, was das Zeug hält. Wenn dem der Fall ist, dann würde ich sogar sagen, dass wir Waffen und anderes Zeug nach hierhin verschieben möchten, was das Zeug hält. Ich sag, das ist gerade viel zu häufig. Jedenfalls, Waffen und Münzen und Bier wollen wir dann wahrscheinlich nach hierhin verschieben. In großem Stil. Und dann hier eine Haufen Festung hochziehen. Für den Anfang, wie sieht es mit Waffen hier aus? Erbärmlich, verstehe. Diesem Lagerhaus haben wir kein Verbot. Doch, diesem haben wir Verbot gegeben. Diesem hier aber nicht. Dieses hier hat absolutes Verbot, das Zeug anzunehmen. Gilt übrigens auch für Bier. Du hast Bierverbot. Hier sollen keine Waffen produziert werden. Hier haben wir das verboten, was... würde ich nicht verbieten. Darf es gerne annehmen, soll es aber alles auslagern. Weil letzten Endes ist das hier gerade erst einmal das erste Ziel. Wir hier ausreichend Nachschub für diese Position bekommen können, damit die hält, falls wir hier einen Angriff aushalten müssen. Irgendwann verbieten wir es dann geht das. So, aus den wichtigen Expeditionen gerne starten. Es gibt noch weitere Häfen, die wir bauen möchten. Wir sollen sie alle nehmen. Okay, Bergwerk ist verbraucht. Tschüss. Und tschüss. Lager ist fertig, wissen wir. Berg ist verbraucht. Lager ist fertig. Sehr gut. Gut, hier oben ist das Gebiet jetzt komplett nutzlos. Im Zweifel könnten wir das ganze Gelände komplett einreißen. Aber ich will die Position gerade erstmal lieber halten. Ich möchte aber das Gold hier wegschaffen. Das Golderz soll hier rein in dieses Lagerhaus. Und ich würde sogar sagen, das hier lassen wir wieder zu. Das Gold bringen wir einfach schön nach hier unten hin. Außerdem möchte ich gerne, dass es schneller eingeschmolzen wird. Können wir, wenn wir die Straße abreißen? Nein, es gibt keinen mittleren Platz. Schade. War den Versuch wert. Wir können hier noch unsere weitere Münzstätte hinsetzen. Wo ist unsere Prägerei? Da. Ah, wir haben hier direkt Anschluss an das Lagerhaus. Das ist also kein Problem. Geht also klar. Die Fischhütte arbeitet. Das ist genau, was ich erhofft hatte. Hier warten wir auf, dass das Zeug für den Wachturm zusammengebracht wird. Hier verschwinden die Steine zum Glück bald. Dann können die Steinbrüche hier weg. Und dann gibt es Baracken.
Wir haben schon eine Weile nicht gespeichert. Danke für die Erinnerung, Spiel. Speichern wir. Außerdem, weil wir ein paar Goldminen dicht machen mussten. Und wir wissen, dass es hier auf der Insel noch mehr Gold gibt. Und auf dieser Insel noch mehr Eisenerz. Was wir auch wahrscheinlich jetzt direkt fördern möchten, wenn ich ganz ehrlich bin. Zeug muss hier einfach rausgerissen werden aus dem Boden. So. Wir könnten hier oben noch eine Baracke reinsetzen. Um hier ein bisschen in dieser Region noch was zu bekommen. Ah, Kamera. Tu es nicht. Hier bin ich jetzt mal froh, dass der Feind uns nicht näher kommt. Und nicht versucht, in unsere Richtung zu expandieren. Das wäre nämlich blöd. Und diese Insel scheint einfach eine Insel zu sein. Ich dachte, die würde schattig bis hier oben anschließen. Aber es scheint die Position hier zu sein. Oder es ist irgendwie die Position hier und dann gucke ich ganz, ganz blöd. Okay, das ist eine ganze Menge Eisenerz, die Apollo transportiert. Aber es funktioniert. Das Eisenerz kommt hier hoch, wird da reingestopft. Und dann über diese Wasserstraße die Erbärmliche nach da oben gebracht. Können wirklich keine weiter nach dahin? Nein. Das geht einfach nicht. Weil doch, das hat gezogen. Nein. Nein, hat's nicht. Aber was, wenn wir hier noch eine setzen? Das hat ist gegangen. Okay, gut. Die Umgehungsstraße brauchen wir da. So ganz dringend. Weil das Gelände hier ansonsten einfach überfordert ist. Hier ist noch eine Flagge, die gesetzt werden möchte. Hier ist einfach nur zusätzliche Straße. So. Damit das System hier besser mitarbeitet. Okay, da ging es auch. Sehr schön. Und nein. Fahne setzen. Straße bauen. Straße bauen. Straße bauen. Das geht. Okay, das geht jetzt nicht. Straße bauen. Hallöchen Phoenix. Ja, gute Frage. Sehr gute Frage. Ich weiß noch nicht. Aber bald. Bestimmt. Vielleicht finden wir es. Wahrscheinlich finden wir übers Wochenende irgendwo schon Zeit dafür. Das wird doch bestimmt irgendwie gehen. Und hier setzen wir trotzdem wieder die Festung rein. Einfach nur für später. Und wir bauen die auch. Weil ich einfach so dermaßen übermäßig paranoid bin. Wieso kann ich hier? Weil der Baum im Weg steht, oder? Setzen wir einen Holzfäller hier hin. Sehr gut, wir können einen Holzfäller nicht bauen. Jetzt können wir einen Holzfäller bauen. Und wir sollen hier die ganzen Bäume endlich vernichten. Bestimmt finden wir im Wochenende aber eine Gelegenheit für Karte 3. Dieser verdammte. So, ein Haufen Gebäude ist erstmal nicht besetzt. Die Holzfälle hier haben einen Anfall erlitten, weil die keine Bäume mehr zu förstern haben. Das geht natürlich nicht, weil wir hier unsere eigene Baumaterialversorgung haben möchten. Also ist das Kacke. Die Steinbrüche haben glücklicherweise noch gerade so ein bisschen was. Okay, auf Expedition mit dir, Apollo. Die Mars transportiert riesige Massen an Baumaterial gerade rüber. Okay, die Neptun hat sich ein bisschen was nur genommen. Also das ist Verschwendung von einem Schiff. Aber von mir aus. Ein Bergwerk wurde die Sache braucht. Die Kohle geht allmählich aus. Müssen wir darauf aufpassen. Der Fisch hier ist weg. Das Schiff ist gerade ausgelaufen. Sehr gut.
Wir können hier ein bisschen Fische. Nein, hier haben wir schon Fischer. Den Fischer haben wir eingestampft vor kurzem. Hier hatten wir einen Fischer, den wir eingestampft haben. Hier hatten wir einen eingestampft. Die Küste ist allmählich ziemlich aufgefischt. Wir können hier aber noch einen Fischer hinsetzen. Wir können in diese Richtung nochmal. Oder in diese Richtung. Schicken wir das Schiff ein bisschen zum Erkunden los, damit es das mal ansieht, was wir wollen. Okay, die bringen das Baumaterial rüber. Wir haben viel Baumaterial. Wir brauchen natürlich viel Baumaterial, um einen Wachturm zu bauen von allen Gebäuden. Also das ist natürlich klar, dass es dann so lange gedauert hat. Nein. So weit geht's nicht. Geht zu weit. Das geklappt. Das ist gut. Das bedeutet, wir können hier eine Straße lang ziehen. Und hier einen Wasserweg darüber ziehen. Und einen Wasserweg darüber ziehen. Und hier eine reguläre Flagge, eine Flagge dazwischen setzen. Dann haben wir hier noch eine weitere Wasserstraßensituation aufgestellt, die uns hilfreich sein kann. Wir haben Boote und wir müssen sie benutzen. Geht das wirklich nicht? Nö, das ist zu weit. Da könnt ihr die Flaggen hier vergessen. Nein. Respektvoll, nein. Hier legen wir... Ich habe schon befürchtet, hier wäre eine Hafenposition. Hier legen wir verdammt nochmal nicht an. Nicht solange wir nicht wirklich ganz sicher sind, dass das ist, was wir wollen. Ich möchte aber erstmal herausfinden, wo die ganzen Anlegepunkte sind und wo die Küsten lang verlaufen. Deswegen schicken wir das Schiff für die Apollo einfach mal komplett auf Erkundungstour. Okay, ich weiß, ihr wollt mir erzählen, dass es noch Steine gibt, aber seid ihr sicher, dass ihr mich nicht anlügt? Denn ich sehe jetzt nicht so viele Steinhaufen. Oder wollt ihr den nur noch abnehmen? Reißt ihr von mir aus gerne ein. Ach, jetzt? Jetzt seid ihr auch meiner Ansicht. Okay, gut, dann verschwinde. Der baut den hier noch zu Ende ab und dann kann er auch verschwinden. Hier sind die Umstände, dass das Forsthaus noch nicht besetzt ist. Ich glaube, wir sollten für eine kurze Zeit lang nichts bauen und einfach warten. Bis die ganzen Werkzeuge gesetzt sind, die wir brauchen. Die Schlosserei kriegt halt kein Eisen. Weil ich hier die Eisenannahme verboten habe. Und die Eisenschmelze hier... Ah. Geht's hier zumindest voran? Auch kein Eisen. Warum? Okay, hier lassen wir die Annahme von Eisen jetzt wieder zu. Damit das Zeug hier hochgebracht werden kann. Gold, das ist ja alles rausgeholt worden. Sehr gut. Aber hier ist einfach nichts an Waffen an unserer Rüstung, Waffen oder anderen Sachen eingelagert worden. Wird überhaupt irgendwas hergestellt, was es angeht? Statistik. Okay, wir haben zwei Computergegner. Blau-Rot. Nicht sicher, was er von uns will. Aber es gibt noch einen roten Gegner. Das ist interessant. Interessant ist auch, dass die nichts gebaut haben die ganze Zeit über. Oder nicht wirklich. Waren sind die Roten noch mächtiger. Militärmacht sind wir ganz weit unten. Gold läuft. Produktivität. Besiegte Gegner.
Nicht, wonach ich eigentlich schauen wollte. Ich wollte nach Produktion schauen. Warenproduktion. Waffen, was? Zwei? Ihr habt zwei produziert? Was sagt die Inventur? Was haben wir an Waffen? Ja. Oh, das ist traurig. Wir haben Baumaterial bis zum Umfallen, aber keine weiteren Steinbestände. Gut, verschwinde. Da kommt eine Baracke hin. Ihr könnt jetzt auch gehen. Sehr schön.